Lasst uns doch einmal zum Versteck. Zentrales Sturm. Totes Land. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdorrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Das Versteck. Zentrales Sturm. Was für das Fliegendes? Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Ein neuer Eckstein. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Taste öffnet eine Karte des Bereichs, in dem du dich gerade befindest. Zielort von Hauptaufträgen sind auch hier mit dem roten Symbol markiert. Folge Zit zum Versteck. Krankenstube ist noch gesperrt. Zur weißen Deichsel. Was denn immer noch Hunger? Mal sehen, ob ich noch was für dich habe. Ach, sie spricht mit Torgai. Hast du Schmerzen? Du stöhnst so. Da dachte ich, ich frag mal. Hier war der Kerker. Glaube ich. Noch ein neuer. Halt dich besser an unsere Regeln. Sonst siehst du die Zellen bald von innen. Na, ich... Nee. Dem sollten wir uns gut stellen. Der Boden im Waschraum hält also wieder? Ja, der hält. Fürs Erste jedenfalls. Ist das der Waschraum? Okay. Wir können wohl nicht schwimmen. Sid hat mir mal gesagt, dass die Fäule das Land nicht tötet, sondern es nur vergessen lässt, was es einmal war.
Mit der Zeit wird es sich seiner Rolle wieder gewahr werden. Wir müssen ihm nur ein wenig auf die Sprünge helfen. Bitte, bitte, die Gefallenen, das tote Land, zu Zwersteck. Was, ich verstehe noch nicht so ganz, was es mit der Fäule auf sich hat. Dein Brandmal. Damit könnte Tarja dir vielleicht helfen. Du wurdest zwar als Sklave geboren, aber jetzt bist du ein freier Mann. Okay. Hast du das in einem deiner Bücher gelesen? Das wissen wir erst, wenn du die Medizin nimmst. Ist die Krankenstube? Willst du lieber gar keine haben? Das schweigt er jetzt lieber zu. Ein neues Schwert brauche ich auch. Dann musst du mit Schneedorn sprechen. Dann lass uns einmal zu Zit. Jemand zu Hause? Arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Klingt taktisch etwas unklug. Was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lasst ihr davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na, gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Irgendwie traue ich ihm nicht. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück.
Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ein Hinweis. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Das heißt auch nicht, dass ich gehe. Bereit dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Dann gehen wir wieder runter in die Halle. Oh nein. Götz, was oder? Ist los? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du. Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier! Nimm das hier mit! Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Warum plötzlich so schüchtern? Über sie rum? Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Darf ich mir mal kurz deinen Hammer heilen? Ist sie jetzt schon ausgewählt? Jetzt ist sie ausgewählt. Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Schnapsnase. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Arroganter Arsch. Bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen. Wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst, wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste aus und halte Kreuz, um einen Gegenstand herzustellen oder zu verbessern. Für den Eisengurt brauche ich Eisenspäne. Hergestellten Gegenstand ausrüsten, ja. Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. War das etwa ein freundliches Wort? Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf deinem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware in Karons Büchchen und neuen Schmiedebauplänen im blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem Kreissymbol markiert. Ich sollte wohl Götz danken. Was willst du? Okay, wir brauchen Weird. Könnt ihr den Armreif verbessern? Ich frag mich nur. Macht
das Sinn? Da fehlt uns noch Weird. Das ist Weird. Verstärken. Noch was? Ja, was war die andere Auswahl? Ich beschäftigt bin. Ups. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab's gleich. Fass dich kurz. Über Schledorn. Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus. Wobei du dir wünschen wirst, dass ich hier kochen würde, wenn du Kenneth einen Topf kostest. Es ist so. Cid hat einen Schmied gesucht und ich eine Schmiede. Man könnte sagen, wir haben eine Zwecksehe geschlossen. Oha! Dank Cids schlauen Köpfchen ist die Schmiede hier die heißeste diesseits der Hölle und das, ohne dass Träger dafür verheizt werden müssen. Wie auch immer. Wenn du etwas reparierst oder umgearbeitet haben willst, bring es zu mir. Ich werde dir keine Jill abknöpfen wie Charon. Aber die Materialien musst du selbst besorgen. Ab mit dir. Wie wär's mit dem Umtrunk bei Kenneth? Schreiner. Geh mal zu Götz zurück. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft. Nanu? Du, hol Decken und nicht trödeln. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wer ist Otto? Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Frag ich mich auch gerade. Cid wartet. Wir können doch Cid nicht warten lassen. Barscher Mann. Der Barscher Otto. Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Geht das auch freundlicher? Taya war die Frau bei Jill. Ja. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Ein sehr unzufriedenes Volk. Nur am Mosern.
Würde ich auch, wenn ich hier unten eingesperrt wäre. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Das sieht aus, als hätten die auch mal so Tattoos gehabt. Die aber verbleichen. Taya und... Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Ich habe nur Taya ein Stockwerk über uns geholt. Aber gut. Oh no, wir haben Nebenaufträge. Acht auf Charaktere mit dem grünen 1-Symbol über dem Kopf. Da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen Aufträge findest du unter dem Reiter Journal im Hauptmenü. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du die damit verbundenen Aufgaben in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu 3 Nebenaufträge können hier gleichzeitig angezeigt werden. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiter Journal im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden so lange in der Aufgabenliste angezeigt, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder ein anderer Auftrag priorisiert wird. Die Priorität kann aufgehoben werden, indem du den Auftrag auswählst und nochmal X drückst. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Mnenothek, eine immer größer werdende Wissenssammlung rund um Ballistea, und das Orchestrion, ein Automat, in dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Beide befinden sich in der Schenke des Verstecks. Dem Schokomoppel? Was ist das denn für ein Wort? Dem Schokomoppel sind auf der Karte vermerkt. Wird hier jeder aufgenommen? Ich muss mal in Schokomoppel gucken. Der wird einem doch warm ums Herz. Hammernägelholz. Dann würde ich mich gerne erstmal um die Nebenmission kümmern. Ich habe gehört, Sie seien Ihren Herrn in der Kaiserlichen. Sid hat mir mal gesagt, dass die Fäule das Land nicht tötet, sondern es nur vergessen lässt, was es einmal war. Mit der Zeit wird es sich seiner Rolle wieder gewahr werden. Wir müssen ihm nur ein wenig auf die Sprünge helfen. Im Sumpf, das war doch auch Fäule, oder? Hier fällt alles auseinander. Wie kann ich helfen? Verdammt, ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, du da. Viel gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Na gut. Na gut, ich helfe dir. Ah, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten.
Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister. Aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? An Bäumen? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Lass uns doch einmal zur Weißen Deichsel. Ist das hier? Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert, will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Ja, vom Kaiserlichen zum Lattenträger. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Ja, mit einer Latte kommst du aber nicht weit. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Ich hau dir dein Holz gleich um die Ohren, wenn du noch so einen Spruch bringst. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Latten haben schon immer den Tag gerettet. Meteorstein. Und Gillkäfer? Gill ist doch die Währung hier. Dieses Insekt verdankt seinem Namen nicht seinem Aussehen, sondern dem Umstand, dass er ein essentieller Bestandteil zum Brauen von Medikamenten ist. Und so verbringen die Kinder Valisteas die käferreichen Sommer unermüdlich mit dem Fangen der kleinen Krabbeltiere, um sie für eine Handvoll Münzen zu verkaufen. Da Kinderhände sehr klein sind, kommen die Käfer günstiger weg, als man erwarten sollte. Ja, ja, Kinderarbeit, auch hier. Na, bist du auch ein Streuner, der Sid nachgelaufen ist? Das waren wir fast alle mal. Ob groß oder klein oder irgendwo dazwischen. Hier haben wir es auf jeden Fall besser als in der Welt da draußen. Ich habe gehört, Sie seien Ihrem Herrn. Ich höre auch viel, wenn der Tag lang ist. Hier wartet auch eine... Ich frag mal nach. Wir sehen uns. Hast was gut bei mir. Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Wirklich? Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement.
So, drei äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Wenn das ein Festschmaus ist, will ich nicht wissen. Warmes Essen. Wie Plörrebalch aussieht. Hatte ich ewig nicht mehr. Bitte sehr, der Herr. Dein Essen. Darauf habe ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Du auch. Lass dir deine Fingernägelsuppe schmecken. Welchen Gerüchten nachjagt, hockt er nur noch in seinem... Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Schade, dass seine Schnute nicht gelähmt ist. So, Teller Nummer 3. Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Was liest du denn da für ein dickes Buch? Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin Invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber... ist besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Das war der letzte. Also zurück zu Kenneth. Gleich beschwert sich, dass er nichts gegessen hat, warum es mir schon lange. Und kriegt nichts. Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun... dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hypoboreus der Zweite. Das ist... Sprich das dreimal schnell hintereinander aus, Chat. Ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich hier einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Die Minothek. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Ich will nur kurz, nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Es gibt ein Level für... Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Fürs Erste. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Titana, die Eisernen, ganz schnell das Weite. Die Hintergrundmusik, die im Versteck spielt, kann geändert werden. Zur Erweiterung der prognostischen Notenrollen, welche im Laufe von Hauptaufträgen erhalten, in manchen Geschäften gekauft oder in Schatzkisten gefunden werden können.
Anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken, verkriecht er sich gleich wieder in sein Kämmerlein. Ne, was ein Geklimper. Dann machen wir wieder Heidelberg an. Sprich erneut mit Kenneth? Ach so, wir müssen auch die Belohnung abholen. Ach Leute. Wo bin ich denn schon wieder mit meinem Kopf? Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei, und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen, und essen was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen, meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Ist bestimmt leer. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Ich muss mal die deutsche Synchronisation loben. Ich finde, es ist echt gut gemacht. Weird. Wird zur Herstellung und Ausrüstung und Gegenstände verwendet. In ganz verzeihlichen und unzählige Schatzkisten verstreut, die nur noch gewartet, geplündert zu werden. Wenn du eine findest, zögere sie nicht, sie mit X zu öffnen und dir die Beute zu schnappen. Nur zu. Beschweren wird sich niemand. Abzeichen des Schutzes. Noch wird sich keiner beschweren. Wir haben doch gerade Weird gefunden. Das heißt, wir könnten doch... Ja? Und was darf sein? Besseres Schwert. Pass gut drauf auf, ja? Ja. Was heißt denn plus? Reitschwert plus 1? Aber wenn ich das verbessere, dann... Selbst in den Händen eines ungeschulten Mannes kann ein Breitschwert verheerenden Schaden anrichten, weshalb es seit eh und je eine beliebte Waffe für Soldaten jeder Armee Ballisteas ist. Dass die Klinge leicht aus günstigem Eisen geschmieden lässt, ist natürlich ein weiterer Grund für seine Popularität. Da brauche ich Weed für. Können sie gut verbessern.
Das muss erstmal reichen. War's das? Gut. Ich glaube, das war's erstmal. Danke der Nachfrage. Okay, dann lass uns endlich mal mit Charon reden. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich passe auf ihn auf. So, kaufst du was oder nicht? Ist alle unfreundlich hier. Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst. So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten. Lieber raus mit den Kröten als raus mit den Klöten. Mittel und Ausrüstung können in Läden in ganz Valisteria verkauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Verlauf der Geschichte. Schau also immer mal wieder hinein. Ich kann hier auch Schwerter kaufen. Das Schwert ist ja schwächer. Hast du noch irgendwas? Ja, weiß ich noch nicht. Der komische Gurt kann das weg. Bekomme ich schon an den Mann. Erhöht den Verteidigungswert. Okay. Herstellung und Ausrüstung. Das dann sind die zu verkaufen? Ich glaube nicht, ne? Den Abzeichen behalten wir auch mal. Ich kann mir den Armreif kaufen. Du hast es passend. Rüsten wir auch direkt aus, dann können wir den alten verkaufen. Noch irgendwas? Warum soll ich ein Schwert kaufen, was schwächer ist als das, was wir haben? Bist ja doch ein armer Schlucker. Jetzt stehst du also zu ihm? Was hab ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Ist kein Hund mehr, das ist schon halber Wolf.
Was haben wir denn hier Spannendes? Was zum... Der errette Stein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben und gegen verschiedene Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Übung beginnen. Übung macht den Meister. Die Halle des ewigen Eifers ist ein virtuell anpassbarer Kampfplatz, der Clive einen sicheren Ort bietet, neue Fähigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Drücke Taste, um das Menü zu öffnen, wenn du verschiedene Einstellungen vornehmen kannst, um die Übung ganz nach deinem Wünschen zu gestalten. Unbesiegbarkeit. Übung beenden. Fertig. Bereich, wenn Sie sind. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht wein. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Wie sich hier alle lieb haben. Nutze die Weltkarte, um sich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Neue Orte werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Wegpunkte entdeckst, die Obelisken genannt werden. Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du Bereich verlässt, kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü aufgerufen werden. Begib dich in die Grenzstadt. Bevor wir zur Grenzstadt reisen. Will ich mal gucken, was passiert, wenn ich... Nee. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Okay, da öffnet sich auch die Weltkarte. Okay, dann müssen wir schnell reisen. Von A nach B laufen ist nicht möglich. Grenzwald, Heiliges Kaiserreich. San irgendwas. Diese widerlichen Blutfliegen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an.
Alles klar. Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Rauchspuren. Torgal hat sich der Gruppe angeschlossen und kämpft nun an Clives Seite. Mit Pfeil nach links kannst du zwischen Schnellmenü und Torgal-Kombos wechseln. Die folgenden drei Befehle können gegeben werden. Beißen, heilen. Torgal kann uns heilen. Mit dem Hilfsaccessoire Ring des zeitigen Beistands braucht Torgal keine Befehle mehr. Solange dieser Ring ausgerüstet ist, wird Torgal je nach Situation automatisch angreifen und heilen. Habe ich eigentlich die Bestien erwähnt? Tödliche. Wir haben doch noch einen Slot für einen Ring frei gehabt. Nein. Ist Torgal immer den Feind angreifen, den Clive gerade anvisiert, solange der Ring angelegt ist. Derselbe Effekt ist im Ring. Zeitigen Angriff, den haben wir ja ausgewählt. Brauchen wir den ja gar nicht. Dann wird das unser dritter Ring sein. Fähigkeit. Worauf waren wir am Sparen? Wisst ihr das noch? War das das? Oder war das hier oben? Was war das? Auch nicht schlecht. Bloß nicht vergessen, um Gottes Willen. Ich würde gern... Halte gedrückt. Das hier hätte ich gerne. Okay. System. Können wir hier sonst noch irgendwas Spannendes? Unter dem Reiterjournal findest du Informationen zu deinem Fortschritt in der Geschichte sowie zu bla 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 bla. Okay, und die Weltkarte. Ja, lass uns mal den Wald erkunden.